Was ist eigentlich ein Insekt? Denn fast überall trifft man sie. Egal ob in Sümpfen oder Wüsten, ob auf Bergen oder in Seen und Flüssen. Einige sind unübersehbar, bei anderen wiederum muss man genau hinschauen, um sie zu entdecken. Doch wie im ersten Teil der Videoreihe festgestellt, vereinen alle Insekten bestimmte Merkmale, die sie von anderen Gliederfüßern abgrenzen. Und diese Merkmale schauen wir uns einmal genauer an. In diesem Teil widmen wir uns dem zweiten Segment des Imagokörpers, also dem Brustabschnitt. Wie üblich folgt der Brustabschnitt direkt nach dem Kopf und sitzt damit in der Mitte des Insektenkörpers. Wie der gesamte Körper lässt sich auch der Brustabschnitt in drei Segmente unterteilen. Die Vorderbrust, die Mittelbrust und die Hinterbrust. Jedes dieser Abschnitte trägt jeweils ein Beinpaar. Nicht alle Insekten haben Flügel, doch sollten welche vorhanden sein, sitzen diese jeweils am zweiten und dritten Segment. Bei manchen Fluginsekten sieht man es nicht auf den ersten Blick, doch im Normalfall sind vier Flügel vorhanden. In den letzten Jahrmillionen hat sich das offenbar bestens bewährt. Oder ist es noch ein evolutionärer Prozess? Denn schaut man sich die einzelnen Ordnungen genauer an, ist zu erkennen, dass es einige Insektenarten gibt, die bereits morphologisch, also durch Rückbildung von Flügeln, oder physiologisch, heißt durch Nutzung nur eines Paares oder durch Nutzung beider Flügelpaare wie eines, wieder zur Zweiflügeligkeit zurückgekehrt sind. So die treffend bezeichnete Ordnung der Zweiflügler, zu denen beispielsweise Fliegen und Schnaken gehören. Bei ihnen sind die Hinterflügel zu sogenannten Schwingkörbchen zurückgebildet. Diese bilden eine Art Gleichgewichtsorgan, dank derer sich das Insekt beim Fliegen im Raum orientieren kann. Käfer fliegen wiederum mit ihren Hinterflügeln. Die Vorderflügel haben sich zu festen Flügeldecken entwickelt, die über dem Hinterleib gelegt werden können, um unter anderem die zarten Hinterflügel in der Ruhestellung zu schützen. Wanzen und Heuschrecken sind wiederum auf halbem Weg. Ihre Vorderflügel sind zwar nicht so fest wie die der Käfer, aber sie sind ledrig verstärkt und werden immer noch aktiv zum Fliegen mitbenutzt. Aber wie sind die Flügel überhaupt aufgebaut? In den meisten Fällen sind die Flügel durchsichtig und mit 0,1 mm Dicke relativ zart. Sie werden von vielen Adern durchzogen, von denen manche hohl sind, sodass Blut durchströmen kann. Doch ob hohl oder nicht, sie versteifen die Flügel. Dieses Adernnetzwerk wird häufig auch zur Artenbestimmung genutzt, da es sehr individuell für jede Insektenart angelegt ist. Nicht bei allen Ordnungen sieht man die Adern sofort. Bei manchen Insekten sind die Flügel nämlich behaart oder mit Schuppen überzogen. Bei Schmetterlingen zum Beispiel wird die Äderung durch farbenprächtige Schuppen verdeckt. Auch wenn sie noch mehr Aufgaben erfüllen, so sind sie, ebenso wie die Behaarung, wichtig für die Flugeigenschaften und stabilisieren den Flügelschlag. Doch Insekten können auch laufen. Und manche können das besser, als sie fliegen. Da an jedem Brustsegment ein Beinpaar ansetzt, haben Insekten sechs davon. Allerdings haben manche Insekten ihre Vorderbeine spezialisiert, so Edelfalter zum Beispiel. Sie nutzen ihre Vorderbeine nur noch zum Putzen und nicht mehr zur Fortbewegung. Eine generelle Ausnahme bilden die Libellen. Ihre Beine sind zur Bildung eines Fangkorbs so weit nach vorne gedreht, dass sie zur Fortbewegung ungeeignet sind. Doch in fast allen Fällen weist das Insektenbein eine Gliederung auf. Es gliedert sich immer in Hüfte, Schenkelring, Schenkel, Schiene, Fuß und Kralle. Neben den Krallen sitzt bei manchen Insekten am Fuß ein zusätzlicher Haftapparat. Die Krallen geben dem Insekt zwar an rauen Oberflächen einen solchen Halt, dass sie ohne Probleme senkrecht eine Pflanze hinablaufen können. An glatten Oberflächen, wie beispielsweise einer Glasscheibe, rutscht aber jede Kralle ab. Um auch solche Oberflächen überwinden zu können, können ihre Krallen weggeklappt werden. Nun kommt ein weicher, mit feinen Härchen besetzter Haftlappen zum Einsatz.
Er besitzt starke Adhäsionswirkung, sodass das Insekt sicher an jeder Glasscheibe gehalten wird. Neben den einfachen Beinen haben sich unzählige andere Arten von Insektenbeinen entwickelt. Immer mit der gleichen Gliederung, aber optimiert auf die jeweilige Lebensart des Insekts. So finden wir Sprungbeine, Grabbeine, Fangbeine oder auch Schwimmbeine. Wie man sieht, ist der Thorax also das Bewegungszentrum eines Insekts. Schauen wir kurz ins Innere. Der Thorax ist hauptsächlich mit Muskeln ausgefüllt und wesentlich starrer als der Hinterleib, abgesehen von der Flügelbasis, die ungemein elastisch ist. Damit sich Flügel überhaupt bewegen können, haben sich zwei verschiedene Mechanismen entwickelt: die direkte und die indirekte Flugmuskulatur. Da die Muskulatur allein schon solch ein komplexes und spannendes Thema ist, heben wir uns das für ein neues Video auf. Natürlich lässt sich über alles noch so viel mehr erzählen, das machen wir auch noch. Allerdings in kommenden Videos auf diesem Kanal. Denn dann können wir wesentlich genauer und tiefer in einzelne Bereiche eingehen. Schau dir gern unsere anderen Videos auf dem Kanal an, wie zum Beispiel den ersten Teil der Reihe, in dem wir uns den Insektenkopf genauer anschauen. Und wenn du zukünftig kein neues Thema verpassen möchtest, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.